Wie nennt man ein Kurhaus für nervöse Menschen? Ein Nervenkurhaus? Heimatstadt. Ein Irrenhaus. Psychiatrie. Sanatorium. Genau. Ja. Wie heißt denn diese Anstalt? Schöller. Schöller. Pension. Schöller. Pension ist gut. Entschuldigen Sie, mit wem habe ich eigentlich die Ehre? Klapprot. Klapprot aus Hintertux. Hintertux am Hintertuxer Gletscher. Ach, Sie sind Herr Knapprot. Nein, Klapprot. Ja, sage ich ja, Knapprot. Nein, Klapprot mit L. La la la. Na 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 na. Philipp Klapprot. Philipp Knapprot. Nun, Freunde dürfen mich auch Lazi nennen. Nazi? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Es ist ja förmlich zur Manie bei dir geworden, diese Jagd auf einen Heiratskandidaten für unsere Friederike. Sie wird einen Mann finden. Die sieht mir ähnlich, sie ist hübsch. Macht's doch ab! Salam alaikum! Ja! Da bin ich! Oh mein Gott, der Globetrottel! Ich bin gekommen, um sie abzuholen. Sie erlauben doch, dass ich ablege? Der muss ausgebrochen sein. Aber sind Sie wahnsinnig? Können Sie die Verrückten auch nicht zurücktransportieren? Mit Verrückten zurücktransportieren? Von wem reden Sie denn eigentlich? Von diesem Weltreisenden zum Beispiel. Wie, der ist hier? Ja, alle sind sie da. Sie residieren auch hier? Sozusagen. Fühlen Sie sich denn wohl bei uns? Oh ja, ja. Sehr wohl. Das wird mein Mann sehr freuen. Ihren Mann? Herrn Schöller. Ah, Herr Schöller ist Ihr Mann. Dachte ich's mir doch. Endlich eine normale. Pension Schöller. Von 11. bis 19. Februar im Stadttheater Bozen. Das ganze Haus voller Geisteskranker. Aber das ist doch gefährlich, Onkel. Nur keine Angst. Die Vereinigten Bühnen Bozen. Das Theater für ganz Südtirol.